Mitten in der Nacht werden die Bewohner eines dreigeschossigen Mehrfamilienhauses im Landkreis Diepholz durch einen lauten Knall aus dem Schlaf gerissen. Sie bemerken, dass eine Wohnung im Haus brennt und alarmieren sofort die Rettungskräfte. Durch einen lauten Knall werden die Bewohner dieses Mehrfamilienhauses in Stur aus dem Schlaf gerissen. Mit Entsetzen bemerken die Mieter im zweiten Obergeschoss, dass in der darunterliegenden Wohnung offenbar ein Feuer ausgebrochen ist. Gerade noch rechtzeitig gelingt es ihnen, das Gebäude durch das bereits verrauchte Treppenhaus zu verlassen. Ja, die haben echt Glück gehabt. Also es war schon, Treppenhaus war schon alles tief im Fallen, so als wir rausgeholt. Bei uns denken wir, dass alles futsch ist. Wir haben gerade alles frisch neu gekauft. Wir sind da gerade erst vor 2 Monaten eingezogen. So, das ist. Habt ihr Rauchmelder oben in der Wohnung? Nein, Rauchmelder haben wir auch, aber das Ding hat nicht gepiept. Als die Feuerwehr eintrifft, schlagen bereits meterhohe Flammen aus der Brandwohnung. Aus diesem Grund ist der Angriffstrupp unter Atemschutz ins Gebäude vorgegangen und hat dann in der Brandwohnung, im Eingangsbereich der Brandwohnung, eine leblose Person vorgefunden und diese aus dem Gebäude herausgetragen und an den Rettungsdienst übergeben. Er wurde mit einer lebensgefährlichen Rauchvergiftung in ein Krankenhaus eingeliefert. Rauchgase bilden sich eben aus verschiedenen Einzelkomponenten. Eine dieser Komponenten ist eben das Kohlenmonoxid. Und das Kohlenmonoxid hat schlechte Angewohnheit, das Sauerstoffmolekül eben vom roten Blutkörperchen zu verdrängen und führt dann zu einer inneren Erstickung. Und das Tückische dabei ist, man riecht es nicht, man schmeckt es nicht. Die Polizei hat den Brandort beschlagnahmt. Jetzt wird nach den Ursachen für das Feuer gesucht.